Kurze Anmerkung, die Römermissionen wurden bisher auf leicht aufgenommen. Ab dieser Mission wird, wenn nicht anders angegeben, auf normal gespielt. In der ersten Wikinger-Mission müsst ihr euch den Steinmenschen, aka den Mayas, stellen. Diese Mission ist der schwerste Anfang einer Drei-Völker-Kampagne, aufgrund einer Besonderheit, die ich gleich näher erkläre. Die Siedlung der Mayas findet ihr nordöstlich von eurer eigenen. Ich muss euch inzwischen wahrscheinlich nicht mehr sagen, was ihr mit dieser Siedlung tun müsst. Im Südosten findet ihr einige zusätzliche Rohstoffe und Werkzeuge in einer Ruine, die ihr möglichst schnell erobern solltet. An der Landzunge im Norden landen etwa alle 15 bis 20 Minuten immer größer werdende Truppen der Mayas, die sich dann in Richtung ihrer Siedlung bewegen. Durch diesen ständigen Nachschub kann die Soldatenanzahl der Mayas weit über die geskripteten Limits und sogar das Hardcap von 2500 Siedler pro Spieler hinausgehen. Deshalb solltet ihr diese Truppen immer abfangen, sobald ihr die nötigen Soldaten dazu habt. Das Gebirge in eurer Siedlung enthält Kohle, Eisen, Stein und Gold. Weit im Osten gibt es ein weiteres großes Gebirge mit all diesen Rohstoffen sowie weiteren Felsen. Aufgrund des Geländes erhöhe ich zwar wie gewohnt die Anzahl der Bauarbeiter um 5, investiere meine Schaufeln aber lieber in Pioniere. Da die Wikinger im Vergleich zu den Römern viel Holz und wenig Stein benötigen, solltet ihr eine Holzproduktion anstreben, die 3 Sägewerke versorgen kann. Die zusätzliche Säge, die ihr brauchen werdet, findet ihr in der Ruine. Sobald diese erobert ist, werdet ihr auch genug Schaufeln haben, um Planiere und weitere Pioniere erstellen zu können. Die Mayas warten laut Skript auf normal mindestens 40 und auf leicht 60 Minuten, bevor sie angreifen. Zu diesem Zeitpunkt solltet ihr einige große Türme gebaut und besetzt haben. Alle anderen Türme habe ich abgerissen, da die Mayas auf dieser Karte nicht über ihren Teil des Gebiets hinaus expandieren und weitere Türme daher nur Platz wegnehmen und Angriffsfläche bieten. Ich habe im Osten der Maya-Siedlung angegriffen, da ich dort ihre Waffenindustrie vermutet hatte. Diese befindet sich aber eher im westlichen Teil der Siedlung, östlich der Mana-Produktion. Je nachdem, wie eure Kampfmoral aussieht, solltet ihr versuchen, den Kampf auf dem eroberten Gebiet stattfinden zu lassen, um eure Verluste zu minimieren. Sobald alle Türme erobert sind, könnt ihr euch in die nächste Mission stürzen.